Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Staple. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in der Bibliothek von Fort Maria. Mit mir dabei sind Alex, Beatrix, Linda, Frau Holzwurf, Concord, Anne und Lisa. Und wir haben soeben das Tor geöffnet. Und ich kann es schon kaum erwarten zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Wir haben es geschafft. So, was haben wir denn hier? Eine Art Höhle. Da steckt auf jeden Fall mehr dahinter, als der erste Blick vermuten lässt. Jetzt, meine Lieben, überschreiten wir die Schwelle zu einer Art uralte Grotte, die seit womöglich Jahrhunderten von keinem Einwohner Jorviks betreten wurde. Achtet darauf, wohin ihr tretet. Ihr seid auf alles vorbereitet. Und wir betreten diese Höhle bzw. diese Grotte. Und oh mein Gott, schaut mal bitte. Oh mein Gott, es ist... Wow, schaut mal bitte, wie wunderschön es hier ist. Sie stehen alle im Wasser. Wow, es ist überwältigend. Wow, schaut mal die Bilder euch an und alles. Wow, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Seid ihr schon hier gewesen, beziehungsweise habt ihr diese Quest überhaupt schon spielen können? Falls nein, ich hoffe, ich zeige euch nicht zu viel, damit ihr auch noch ganz, ganz viel selbst entdecken könnt. Es ist aber echt der helle Wahnsinn. Es ist so mega schön hier. Wow. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Atemberaubend. Ja, da kann ich ihr nur zustimmen. Dieser Ort ist wahrhaft bemerkenswert. Die Luft ist erfüllt von Magie. Mir stehen die Haare zu Berge. Wow. Fühlt sich noch wer irgendwie mulmig? Die Magie hier ist wirklich stark. Arabella, ich sage solche Sachen normalerweise nicht, aber dieser Ort löst eine starke Emotion in mir aus. Wow, seht mal an der Wand. Ist ein Graffiti. Das ist kein Graffiti, Alex. Das ist ein Wandgemälde. Hey, erinnert euch das nicht auch an die Nachforschungen von Frau Holzworth? An dieses uralte Netzwerk, das Jorvik umfasst? Wir müssen in diesem wild Wein-Haingeflecht sein. Haingeflecht? Ja, wild. Es ist ja offensichtlich nicht besonders. Es ähnelt dem Plan von Mississippi. Das Haingeflecht war der Ort, den er gesucht hatte und vielleicht auch gefunden. Da stehen überall Verbindungen. Ich spüre hier kaum Energie. Was für ein Leben es auch in diesem Geflecht gegeben haben mag, ist schon lange nicht mehr hier. Es ist quasi tot. Wir sollten es heilen. Vielleicht verraten uns diese Wandbilder, Wandgemälde noch mehr. Oha, das ist wirklich echt schön. Wir schauen uns das jetzt einmal nochmal genauer an. Was wir hier genau sehen. Ich glaube, es wurde als Geheimweg für den Transport wertvoller Gegenstände genutzt. Ich meine, das ist eine ordentliche Reisegruppe. Das sieht so aus wie die Portale, von die zum Beispiel auch nach Pandoria oder so führen. Richtig cool. So, was haben wir hier noch? Diese Straßen, auf denen sie unterwegs sind, mit diesen riesigen Wagen, die sehen irgendwie wie Baumwurzeln aus. Aber wenn es tote oder sterbende Bäume gibt, gibt es auch tote oder absterbende Wurzeln. Bestimmt ist dieses Reisenetzwerk deswegen gestört. Das kann natürlich sein.
Eine Karte, ich wette, das Dokument, das Mississippi gefunden hat, war von diesem Wandgemälde hier abgezeichnet. Seht mal, wie viele Orte auf Jorvik hier verzeichnet sind. Der Vogelscheuchenberg, die Teufelsschlucht und all die Lebenswächterbäume, Tote und Lebende. Also braucht das Haingeflecht die Kraft eines weiteren Lebenwächtersbaumes, um richtig zu funktionieren. Hatten wir nicht etwas darüber gelesen, dass John Jarl mit dem Samenkorn eines Lebenswächterns begraben wurde? Ja, haben wir. Es war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Ihr solltet zu seiner Gruft unter Doyle's Abbey gehen und um eine Audienz bei ihm bitten. Und ich sage ihr, weil ich hier bleibe, ich möchte Nachforschungen darüber anstellen, was genau wir mit dem Samenkorn des Lebenwächters anstellen müssen, um das Haiengeflecht wiederherzustellen. Linda, schon klar, du brauchst das nicht langatmig zu erklären. Wir wissen, dass du hier bleiben und lesen willst. Ein cleverer Gedanke, Linda. Also, John Jarl ist ein sehr alter Geist, der Spaß an Rätseln und Tricksereien hat. Ich komme mit und unterstütze euch. Je mehr Köpfchen, desto besser. Oha, also unsere Reise geht noch weiter. Mal schauen, was Alex zu uns sagen möchte. Holen wir uns diesen Lebenswächter-Samenkorn. Kein Rennen zu Fuß mehr. Ich brauche Tinkern. Okay, sie sind alle schon weg. Und es ist wirklich so magisch hier. Es ist, wow, einfach atemberaubend. Von daher, ich schaue jetzt erstmal, dass ich den Weg hier wieder rausfinde. Und wir machen uns auf die Suche nach diesem Samenkorn und schauen, was uns dann weiter erwarten wird. Wir haben den Ursamen von John Jarl erhalten. Wow, jetzt müssen wir einmal schauen, was wir damit machen müssen. Die Natur atmet erleichtert aus. Jetzt ist der Ursamen in vertrauenswürdigen Händen. Aus diesem Samenkorn kann ein Lebenswächterbaum heranwachsen. Die Legende besagen, dass die ersten Ursamen auf Jorvik von Aidin persönlich gepflanzt wurden. Und nun ist es deine Aufgabe. Okay, wir haben auf jeden Fall eine wirklich große, große Aufgabe bekommen. Wow. Aus diesem kleinen Samen wächst einmal ein Lebenswächterbaum. Wir kehren jetzt erstmal zu den anderen zurück und schauen, was sie zu sagen haben. Du hast es geschafft. Wie hast du ihn dazu gebracht, dir das Samenkorn zu geben? Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie hart seine Prüfung gewesen sein muss. Ja, er hat uns wirklich ordentlich in die Mangel genommen. Wisst ihr, was habe ich Lust, James auf die Idee zu bringen, eine Touristenattraktion aus dem Ort hier zu machen? Sehr witzig, Alex. Moment, das war doch ein Scherz, oder? So, wir schauen mal, was Anne zu sagen hat. Reiten wir zurück nach Fort Maria und bringen Linda die gute Nachricht. Okay, dann machen wir das doch mal. Beatrix möchte aber uns noch was sagen. Ach so, dann schwingen wir uns aufs Pferd und Cash freut sich natürlich dabei zu sein. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch es gern im i. So, Beatrix möchte nicht mit mir reden. Ein Pferd zu reiten ist ein wahr gewordener Traum. Von hier oben sehe ich so viel. Auf nach Hause, Concord. Oh, und das machen wir mit einem Rennen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei Fort Maria wieder. Wir sind gerade auf dem Weg zurück und
Wer ist das? Total vergessen. Da hat Arabella es dir so richtig gezeigt. Wir nehmen das. Habt ihr uns noch mehr zu sagen? Suchst du Ärger? Bist du dir da sicher? Was habt ihr Böses vor? Typisch neugierige Nachbarn. Diese Soul Rider. Wie sieht es denn aus? Wir sind auf einer Mission. Wir begleiten einen Transport, Dummerchen. Psst, Katja. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus, Soul Rider. Darkcore Gangster, GD, instabile Stoffe. Wir werden diese Situation nicht ignorieren. Also, was transportiert ihr? Den Gestank würde ich überall erkennen. Die halten mit ihren Kähnen immer vor meinem Haus. Ekelhaftes Zeug, sage ich euch. Das ist Draconium. Halten wir sie auf. Ihr wollt uns aufhalten. Ihr und welche Armee? Wir haben Darkcore und die GED auf unserer Seite. Ihr macht Platz. Lasst uns vorbei und übergebt uns Concord als Zahlung dafür, dass wir euch unbehelligt lassen. Schnappt dir die Seele des kleinen Fohlens. Lasst meine Concord in Ruhe. Ihr werdet ihr nie wieder etwas antun. Das werde ich nicht zulassen. Anne, Vorsicht, in der Nähe des Drakoniums, es ist höchst instabil. Ich weiß, was ich tue. Anne, wo bist du hin? Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was hier jetzt gerade passiert. Wir schauen uns einfach an, was jetzt kommt. Puh, ich krieg das hin. Concord ist hier bei mir. Wir haben einander. Nein, das sollte nicht passieren. Nicht schon wieder. Bitte, nicht schon wieder. Hey, Süße. Thank you.
Reiterinnen-IDs. Und sie sind noch jung, halbe Kinder. Hey, wir sind keine Kinder mehr. Für die von uns, die schon so viel von dieser Welt gesehen haben, seid ihr das gewiss. Sief, schwör mir, dass du ihnen nichts antust. Ich schwöre es. Und jetzt kommt, das Portal will bald schwinden. Es ist die Frage, warum möchte sie uns helfen? Wir haben keine Wahl, Arabella, komm. Okay. Wir haben keine Wahl. Wir schauen einfach, was passiert. Okay. Ich bin jetzt hier alleine, oder? Sie sind da oben, aber meine Soulrider-Freunde sind weg und ich stehe jetzt hier ganz alleine mit Sabine, Jessica und Katja. Wie es aussieht, haben deine Freundinnen die Nase voll von dir und sind ohne dich weg. Du solltest dein Gesicht sehen, unbezahlbar. Also, reitest du jetzt auf und davon wie diese GED-Feiglinge oder findest du uns so sympathisch, dass du bei uns bleibst? Okay, wir machen das Beste aus dieser düsteren Situation. Reite oder bleibe, das ist ganz egal. Dank deiner Freundin mit ihrer leichtsinnigen Soulrider-Magie sind wir alle verloren. Verloren? Ich weigere mich, eine Soulriderin an meiner Seite abzutreten. Er friert Pandoria zu. Dann werden wir Arabella los und verschwinden von hier. Tja, stopp! Ihr habt gesehen, was schon eine kleine Menge explodierendes Drakonium anrichten kann. Wenn wir nichts unternehmen, um diese Portale zu schließen, wird das gesamte Drakonium explodieren. Dagegen wird der große Donner wie ein kleines Husten wirken. Du hast recht. Unsere Chance zu überleben ist größer, wenn wir alle zusammenarbeiten. Okay, ich würde sagen, wir müssen da jetzt durch, ob wir wollen oder nicht. Es ist komplett irre. Ja, nur das letzte Mal. Ja, ich bin dabei. Ich habe zwar keine Wahl, aber... Okay. Zum Ausgleich versprechen wir dir, dich unbeschadet ziehen zu lassen. Machst du Witze? Das macht doch den Sinn des Ganzen völlig. Weißt du was? Vergiss es. Vielleicht fällt Arabella in dem ganzen Chaos ja noch von Cash. Nein, ich falle nicht. Okay. Yeah.
bist auch eine Spaßbremse. Da du also so fest entschlossen bist, das Richtige zu tun, werden wir dieses überhitzte Draconium weiter herunterkühlen. Du kannst versuchen, diese Energiesperren zurück nach Pandoria zu schicken. Okay, dann... Ja... Wenn du wüsstest, was ich unter all dem bin, wärst du starr vor Entsetzen. Und jetzt ab mit dir. Sie ist echt böse, aber es ist echt cool, ihr zuzuschauen. Mal gucken, was sie so kann. Beseitige die pandorische Energien. Okay, das machen wir jetzt einmal.